Herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode von der Hands on Gin and Tonic for Cost Reihe. Heute darf ich euch ein bisschen was über meine fünf liebsten fruchtigen Tonics erzählen. Wir haben eben in dieser großen Verkostreihe auch einige verspielte, fruchtige und sehr geschmacksintensive Tonics verkostet und davon möchte ich euch heute meine fünf Lieblinge vorstellen. So, und was macht jetzt eigentlich ein fruchtiges Tonic aus? Für mich klarerweise als allererstes einmal eine gewisse Fruchtigkeit. Das heißt, anders als bei den klassischen Tonics muss das nicht mal nur bitter und leicht zitronig sein, sondern darf ruhig verspielt sein, darf verschiedene andere Geschmäcker mit hineinbringen und darf einfach eine schöne Fruchtigkeit mitbringen. Das Zweite, was mir sehr wichtig ist bei fruchtigen Tonics, ist, dass es eine gewisse Vollmundigkeit hat. Das heißt, dass es sich im Mund einfach schön ausbreitet, nicht schlank daherkommt, sondern eher opulent und verspielt mit verschiedensten Geschmacksnuancen. Das Dritte, was mir sehr, sehr wichtig ist, ist eine gute Mischbarkeit. Wichtig beim fruchtigen Tonic ist für mich immer, dass es mit dem Gin zusammen trotzdem eine super gute Kombination ergibt. Weißt du, ein Gin und ein Tonic separat sollen beide gut sein, aber auch die Kombination muss einfach lustig und schön zu trinken sein. Und das Letzte, was mir sehr wichtig ist, ist dann die Intensität. Bei der Intensität bei den klassischen war es sehr wichtig, dass die eher zurückhaltend sind. Bei der Intensität für die, bei den fruchtigen ist mir wiederum wichtig, dass sie sich gerne auch ein bisschen stärker selbst präsentieren dürfen, solange sie halt nicht der absolute Overkill für den Gin sind. Und was sind jetzt meine fünf liebsten fruchtigen Tonics? Also auf dem fünften Platz landet für mich einmal das Fentimans 1905 Herbal Tonic. Das hat eine unglaublich schöne Kräuterwürze, das hat eine unglaublich schöne verspielte Kräutrigkeit, die auch ein bisschen ins Fruchtige geht und das passt einfach wirklich toll für gemütliche Sommernachmittage in Kombination mit unserem Hands-on-Gin für ein schönes Gin and Tonic. Auf Platz 4 landet dann das Stonic aus dem Carnuntum, also wiederum ein österreichisches Tonic, in der größeren 0,33 Liter Flasche. Damals, als ich das zum ersten Mal verkostet habe, habe ich mir gedacht, das würde ich am liebsten auch gleich pur trinken. Funktioniert hervorragend mit dem Gin, schmeckt jetzt nicht klassisch wie Gin Tonic, aber ist einfach trotzdem sehr lustig und schön zu trinken. Auf dem dritten Platz landet für mich das relativ neue Fever Tree Aromatic Tonic. Falls ihr euch erinnern könnt, das hat für mich so ein bisschen weihnachtliche, nelkige, schöne, volle Aromen gehabt und passt auch ganz, ganz toll irgendwie als Kombination für ein fruchtiges Gin and Tonic. Auf dem zweiten Platz für mich von Schweppes, das Orange Blossom and Lavender. Damals in der Verkostung war es so, das war extrem orangig, der Lavendel ist da eher ein bisschen im Hintergrund, also sehr, sehr orangig, aber halt ein super tolles Gin Tonic für Leute, die es gern weniger bitter mögen und die einfach gern was Limonadiges und Angenehmes zum Trinken hätten. Und die Nummer 1, mein Lieblingsfruchtiges Tonic und wahrscheinlich sogar überhaupt übers Jahr gesehen, mein Lieblingstonic zusammen mit unserem Hands-on-Gin, das ich am häufigsten trinke, ist das Fever Tree Mediterranean. Das blaue Fever Tree, das schmeckt für mich ganz leicht so ein bisschen wie Holunderblütensirup oder sowas Schönes, Blumiges, Fruchtiges. Und das ist einfach mit unserem Hands-on-Gin eine super Kombination. Da brauchst du nur mal vielleicht eine Zitronenscheibe noch, um ein bisschen Frische reinzubringen. Und dann hast du eigentlich den perfekten fruchtigen Gin Tonic, den du den ganzen Nachmittag kübelweise in dich hineintrinken kannst, ohne zu merken, dass es schön langsam, aber doch ein bisschen eine Wirkung hat. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wie immer, falls euch was interessiert, falls ihr irgendwas Neues verkostet sehen wollt, bitte unten kommentieren. Über jeden Like und jeden Share sind wir auch sehr glücklich. Und auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!